Hallo, ich bin Viktoria Omersbach, ich bin Historikerin und Journalistin und habe ein Buch geschrieben über 40 Jahre Sesamstraße in Deutschland. Ich bin Expertin für die Sesamstraße, denn ich habe mit 3 Jahren schon vor dem Fernseher gesessen, habe das Programm geschaut, zusammen mit meinen Brüdern. 1973 hat der NDR mit Millionen, auch mit Millionen Steuergeldern vom Bundesministerium für Erziehung und Wissenschaft, ein riesiges Experiment gestartet, das hieß Sesamstraße. Man wollte damit die Vorschulerziehung der Kinder fördern und auch erreichen, dass die Kinder nicht nur Werbefernsehen auswendig runtersingen können, sondern auch das Alphabet lernen. In Bayern die Kinder und überhaupt in Süddeutschland, südlich des Mains, die durften jahrelang keine Sesamstraße gucken, weil die Intendanten der Südländer dagegen waren. Offensichtlich gab es Vorbehalte gegen die Mülltonnen-Hinterhofkulisse. Und auch die vielen schwarzen Schauspieler waren ein Problem für manche Leute im Süden. Aber die Geschichten um Ernie und Bert haben immer mehr Fans bekommen. Und der Siegeszug der Puppen durch ganz Deutschland ist eigentlich nicht aufzuhalten gewesen. Das Buch ist hoffentlich interessant für die Leute meiner Generation, die mit der Sesamstraße aufgewachsen sind und viele Erinnerungen damit verknüpfen. Und bestimmt auch für Leute, die heute die Sesamstraße mit ihren Kindern zusammenschauen. Und überhaupt für alle, die sich interessieren für Kulturgeschichte und die wissen möchten, wie ein Programm so sensationell erfolgreich werden konnte.